dass es eigentlich nicht mehr um Fakten geht in Hochschullehre, weil die verändern sich sehr schnell. Und dass Studierende meistens lernen sollen, um wissenschaftlich zu denken und kritisch zu denken und selbst Quellen zu forschen und auch kritisch zu reflektieren auf Qualität und das auch zu diskutieren. Ich denke, die erste wichtigste Bedingung ist, dass Studierende selbst verantwortlich sind für Lernen. Sodass das Lernen nicht dozentgesteuert ist, aber wirklich selbstgesteuert. Und das heißt, dass Studierende selbst auch Autonomie haben sollen, denke ich, um das Lernen auch selbst zu steuern. Dass Studierende unterschiedlich reagieren auf verschiedene Lernformen, dass wir das auch in unserer Lernveranstaltung insofern berücksichtigt haben, als dass wir die Probleme, die wir kreiert hatten, unterschiedlich strukturiert hatten. Wir hatten natürlich ein großes Learning Outcome im Kopf, und das ist, dass Studierende wirklich wissenschaftlich arbeiten lernen sollen. So, die sollen nicht nur an Fakten arbeiten, nicht nur Fakten studieren, aber die sollen wirklich selbst an Problemen arbeiten, Literatur suchen zu diesen Problemen, diese Literatur kritisch lesen. Wir haben an 10 Problemen gearbeitet und 10 Probleme mit unterschiedliche Themen, die miteinander verbunden waren. Wir sind immer angefangen mit einer Vorbesprechung. Dann haben wir ein Problem präsentiert. Studenten haben darüber gebrainstormt in einer Gruppe und dann selbst die Lernziele definiert. Nach dem Definieren von Lernzielen in die Gruppe sind Studierende selbstständig am Arbeiten gegangen, haben die Literatur geforscht dazu, Literatur zusammengefasst und eine Synthese darüber geschrieben, bei der man die Literatur miteinander verbindet und auch kritisch anschaut, ob diese Literatur Qualität hat, ob es generalisierbar ist, was man noch für offene Fragen hat. Nach dieser Woche ist man zurückgekommen, haben wir über das Problem wieder eine Nachbesprechung gehabt. In dieser Nachbesprechung haben alle Studierenden präsentiert, was sie gefunden haben. Man hat es miteinander verbunden, Studierende haben einander auch Fragen gestellt. Und am Ende haben wir versucht, das Problem eigentlich weiter zu beantworten anhand von dieser Literatur und auch weitere Fragen zu definieren. Weil es eine sehr aktive Rolle für Studierende gibt, aber auch weil Forschung zeigt, dass Personen, die mit so einem PBL-Format lernen, dass das Wissen sehr viel länger behalten bleibt. Das ist total anders als schnell vor einer Prüfung lernen und den nächsten Tag bereits wieder vergessen sein. Und auch, was man sieht, dass Transfer of Learning viel besser ist, dass wenn man auf so eine Weise lernt, Probleme zu lösen, dass man dann auch neue Probleme viel besser lösen kann, auch in Berufspraxis. Ich denke, es hat sehr viel einfach mit der Praxis eigentlich zu tun. Wenn man draußen in der Arbeitswelt ist, hat man ja immer irgendein Problem und verschiedene Leute und man muss das besprechen. Studierende, die Entwicklungspsychologie studieren, werden mit größter Wahrscheinlichkeit als Erziehungsberaterin oder als Schulpsychologe eben auch arbeiten. Und da haben wir versucht, ein Seminar zu kreieren, das eben auch eine große Praxisrelevanz hat. Ja, ich denke, dass die Studierenden sehr gut mitgearbeitet haben. Studierende haben bereits vorher gehört, dass es ein Problem-Based Learning-Format sein würde. Die haben sich auch darauf vorbereitet. Aber natürlich, wenn man dann in Realität damit anfängt, ist es am Anfang ein bisschen schwierig. Man muss sich daran gewöhnen. Das hat einige Wochen gedauert. Wir haben auch Zeit dafür geplant. Wir haben das auch vorher besprochen, das kommt nicht gleich. Aber wir haben gesehen, dass das jede Woche besser gegangen ist. Und die Qualität ist echt immer besser geworden, von der Diskussion auch, von was Studierende selbst vorbereitet haben. Zu Beginn ist man etwas verloren, weil ein Schritt, der dazugehört, ist natürlich die Literatursuche. Und die Literatursuche basiert auf den aufgestellten Lernzielen. Und wenn die Lernziele im Unterricht nicht gut formuliert werden, dann wird es sehr schwierig, passende Literatur zu suchen. Da geht extrem viel Zeit verloren. Aber im Laufe des Seminars hat man sich wirklich verbessert. Und da ist sicher auch etwas, was ich für mich persönlich lernen konnte.
Ich denke, die Literaturrecherche und das vertiefte Auseinandersetzen mit einem Thema, einem selbst definierten Thema, ist sicher etwas, das man aus diesem Seminar jetzt mitnimmt, was in anderen Seminaren, wo viel mehr vorgegeben ist, wo man weniger mitnimmt. Dass man eben viel miteinander sprechen kann, dass man die eigenen Interessen vertiefen kann. Man kann sich das Lernziel aussuchen, das man bearbeiten möchte. Und es ist auch schön, dass man in eine Synthese die eigenen Gedanken einbringen kann, was man in der Uni nicht so zum Tragen kommt, also im Psychologiestudium, dass man selber denken kann und selber die Sachen hinterfragen kann. Die Studierenden in so aktiven Rollen zu sehen, das war eine sehr positive Erfahrung. Und auch ihre Entwicklung zu beobachten über das Semester hinweg, wenn sie am Anfang noch mehr Schwierigkeiten hatten, zwischen Zusammenfassung und Synthese zu differenzieren und mit unserem Feedback zusammen ihre Entwicklung zu beobachten über das Semester war eine schöne Erfahrung. Zum einen der Austausch mit den Studenten, also dass wir von Beginn an eigentlich nachgefragt haben, wie es ihnen mit der Methode geht, dass ja auch etwas Neues war und dass wir ihre Rückmeldungen auch ernst genommen haben, dass wir da eine gewisse Flexibilität auch an den Tag gelegt haben und gewisse Anpassungen dann gemacht haben. Etwas Zweites war sicher auch der Austausch zwischen uns, dass wir nach den Veranstaltungen jeweils kurz darüber gesprochen haben und uns selber eben auch reflektiert haben, was unsere Funktion und unsere Aufgabe ist. Zu versuchen, mehr studentgesteuert zu arbeiten, so als Dozent vielleicht einen Schritt zurück zu tun und Studenten selbst Wissen und Fragen generieren zu lassen, selbst auch natürlich Ziele generieren zu lassen, woran die arbeiten wollen. Und ich denke selbst auch, dass von 10 Studierenden, dass viel mehr Wissen und auch viel mehr Fragen kommen kann als von einem Dozent.